Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Austria Arms. Im heutigen Video geht es wieder mal um Zusammenbau Tuning und ganz speziell jetzt hier um die Glock 34 in dieser Variante. Ist grundsätzlich meine eigene Pistole. Ich habe mich nach langen Hin und Her überlegen für eine Glock 34 entschieden, weil ich mir gedacht habe, für den Schießstand einfach so als Waffe, eventuell eben mit Rattle und so weiter, ist das auf jeden Fall ein cooles Gerät und ich bin ja selber leidenschaftlicher Glockschütze, kann man so sagen. Gut, dann zeige ich euch jetzt meine erste Pistole, eine Glock 17 der Generation 3. Dann schauen wir zur nächsten Pistole von mir. Glock 43 hier in dem Sackel. Schauen wir weiter pistolentechnisch. Und zwar ist das hier eine Glock 19, wieder Generation 3. Ja, jetzt ist er Teil meiner Glock-Familie, die aus drei Stück besteht. Und das ist halt dann quasi die nächste Ergänzung für die Sammlung. Und ja, deshalb gibt es heute ein Video, wo wir die Waffe einfach so wie sie hier ist, standardmäßig umbauen auf das Setup, wie ich es mir vorstelle. Und ja, dafür GoPro-Halterung. Und das ist dann ähnlich wie beim AR-15 Video aus der quasi Ego-Perspektive gefilmt. Da könnt ihr dann auch sehen, wo wichtige Punkte sind, die zu beachten sind, wenn man so eine Waffe zusammenbaut, worauf man schauen sollte, vielleicht so ein paar kleine Tipps und Tricks, also für euch einfach informativ. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich ziehe mir jetzt schon die Halterung an und dann können wir auch schon gleich loslegen. So, da wären wir jetzt. Glock 34 Generation 5 MOS, eben hier mit der Option des Red Dots, ganz normale Standardvariante. Dann, bevor wir anfangen, noch vielleicht kurzer Überblick auf die Teile, die wir hier verbauen werden. Es kommt drauf hier ein Trichicon SRO Red Dot, dann ergänzend dazu diese Suppressor Sights, also Co-Witness Sights von Trichicon, auch mit Tritium-Einsatz. Als Lampe werden wir hier verwenden ein X300 Ultra von Surefire. Und dann noch hier so ein paar Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel ein Terran Tactical Magazinboden, den ich hier neu beschichten habe lassen, weil der ursprünglich ziemlich zerkratzt war. Dann haben wir hier auch was ganz Interessantes, und zwar ist das eine CH Precision Red Dot Adapterplatte. Wofür wir die brauchen, erzähle ich euch dann gleich im Anschluss. ZEV Titan Pins, die sind einfach nur dafür da, weil sie irgendwie cool sind. Dann maritime Federteller, auch was ganz Eigenes. Hier haben wir ein Terran Tactical Federn-Kit, ein DPM-Federn-System, einen Apex-Abzug und dann hier auch noch was ganz Cooles, ein spezieller Verschlussfanghebel von CAGWORKS. Ja, das sind einmal so im Groben und Ganzen die Teile, die hier verbaut werden. Und das ist das Herzstück des Videos von heute, die Glock 34 Generation 5. Ja, also für alle, die es kennen, eben Glock ganz normal wie sie ist. Schauen vorher natürlich rein, ob die geladen ist, ist sie natürlich nicht. Und dann zerlegen wir die Waffe einmal. Dafür muss man sich hier einmal so entspannen. Zieht den Schlitten nach hinten. Trennt Schlitten vom Griffstück. Und dann haben wir hier mal das Griffstück an sich. Und das erste, was wir hier gleich einmal einbauen, ist wahrscheinlich das Wichtigste bei dem ganzen Glock-Tuning-Video, und zwar der Abzug. Und um den Abzug einzubauen, brauchen wir eigentlich nichts anderes als diesen Glock-Durchschlag. Und wir können hier Magazin und Schlitten nehmen, das nebeneinander legen, und dadurch hat man hier quasi so ein bisschen Luft unterm Glock-Griffstück, und dann setzen wir hier den Durchschlag auf den Achsbolzen vom Abzug und bewegen gleichzeitig beim Durchdrücken hier den Verschlussfanghebel, dann geht er nämlich leichter raus. Ja, das wäre jetzt hier die Achse vom Abzug. Dann können wir hier den Steuerblock entfernen und dann müssten wir nur noch hier hinten den Bolzen von der Abzugsmechanik rausnehmen und dann können wir schon das Abzugssystem vom restlichen Teil der Waffe trennen. Und dieses Abzugssystem hier wird jetzt optimiert mit einem Apex-Abzug. Und zusätzlich kommt hier rein dieser Terran Tactical Federnsatz für Generation 5 Glock. Wenn wir jetzt diesen Apex-Abzug hier einbauen, müssen wir zuerst die normale Abzugstange hier trennen. Das geht ganz einfach hier so aushängen. Dann haben wir hier die Steuerfeder von Glock. Das ist jetzt hier standardmäßig schon eine 2 Kilo Steuerfeder. Die ersetzen wir jetzt durch die Apex-Feder, die dann noch einmal leichter ist. Und
die kann man hier ganz einfach rausdrücken. Und hier müssen wir auch noch diese spezielle Feder rausnehmen. Und die ist da hier drinnen versteckt. Und um die zu bekommen, brauchen wir einfach nur einen flachen Schlitzschraubenzieher. Drückt hier das Ganze nach vorne und schiebt dann das hier oben durch den Schlitz raus. Und dann haben wir diesen Teil, der auch dafür sorgt, dass der Glockabzug wieder einrastet nach dem Abfeuern. Und den verdrehen wir einmal hier und dann kriegt man die Feder raus. Und das sind die zwei Original-Federteile. Die kommen jetzt einmal weg und dann verwenden wir hier den Terran Tactical Federansatz. Einmal die Feder und hier die Apex-Feder. Oder? Wo ist die? Die richtige Feder. Genau, da steht es auch schön drauf, Apex. So, bevor wir den Apex-Steuerfederteil hier verbauen, müssen wir diese Feder hier einbauen. Und die kommt da jetzt ganz normal hier drüber. Und jetzt müssen wir das Ganze hier einhängen. Und dafür einmal hier so umdrehen, dass das Ganze wieder so S-förmig ausschaut und dann hier wieder reinkommt. Bei denjenigen von euch, die vielleicht schon eine Generation 3 oder 4 Glock haben oder besessen haben, war das diese S-förmige Feder, die man halt richtig einhängen musste. Ja, das ist bei der Gen 5 jetzt getauscht worden durch diese Klaue, würde ich sie mal nennen, mit der Feder hier innen drinnen. Ja. Also, das ist jetzt getauscht worden, dann kommt die Steuerfeder von Apex hinein. Die wird ganz normal reingedrückt. Und die Abzugstange mit dem Originalabzug wird jetzt auch getauscht gegen diesen speziellen Apex-Abzug. Das ist nämlich einer aus Aluminium. Der ist auch etwas breiter als der Original von der Grifffläche. Also vielleicht breiter nicht, die sind gleich breit, aber sie ist von der Fläche gerader und hat auch hier so ein schönes Mittelzüngel. Und lässt sich dadurch angenehmer abziehen. Das Ganze wird dann hier hineingehängt und dann sollte das so funktionieren. Man könnte jetzt hier noch etwas Schmiere hinauf tun, spezielles Öl, in dem Fall so ein kleines Fett hier, damit das Ganze dann noch ein bisschen besser schmiert. Reicht ein kleiner Batzen davon und dann passt das. Wichtig ist, dass der Abzug richtig eingehängt ist, dass das dann auch funktioniert beim Bedienen. Also ihr seht hier, diese Klaue ist über meiner Abzugstange drin. Und das wäre jetzt einmal ein wesentlicher Teil. Den setzen wir jetzt wieder hier in das Griffstück hinein, drücken das Ganze von oben hier rauf und dann würde der Steuerblock hier noch drauf kommen. Bevor der jetzt eingesetzt wird, entfernen wir auch noch unseren Verschlussfanghebel gegen diesen CAGWORKS Extended Slide Release. Das ist der hier. Und das hat den Hintergrund, der originale Glock-Verschlussfanghebel, wenn man es jetzt von oben hier betrachtet, hört dann hier quasi bündig auf bei meinem Griffrahmen. Und der CAGWORKS Extended Slide Release geht hier nämlich oben drüber und ist jetzt hier oben. Und bei meiner anderen Glock, zum Beispiel der 17 Generation 3, habe ich immer wieder den Fall, dass beim Schießen durch diesen verlängerten Verschlussfanghebel mein Schlitten nach dem letzten Schuss nicht offen bleibt. Und mit diesem CAGWORKS-Hebel umgehe ich das Ganze, indem ich das hier höher setze und ich kann auch wirklich hochgreifen und mein Griffmuster beibehalten, ohne dass der Verschlussfanghebel unbeabsichtigt betätigt wird nach dem letzten Schuss. Die originalen Glockteile, die wir jetzt hier haben, die kommen einmal weg. Jetzt haben wir ein Terran Tactical Federn-Kit hier eingebaut, den Apex-Trigger da, den CAGWORKS Slide Release hier. Und um das Ganze jetzt beim Griffstück abzuschließen, verbauen wir jetzt noch diese ZEF Titan Pins. Das ist jetzt einfach nur ein Bauteil, weil es cool ist. Also normal sind diese Pins eigentlich, der hintere ist Plastik, der vordere ist auch aus Metall, aber das sind jetzt Titan Pins, die sind ja
etwas leichter, machen die Waffe definitiv präziser und wahrscheinlich schneller und man wird damit sicher Erster beim Bewerb und so weiter. Nein, das sind einfach nur Pins, die aus Titan gedreht sind. Man sieht hier an der Stirnseite, hat man so einen schönen Schliff und ja, braucht man eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie ist es dann doch cool und ja, das ist halt, das ist einfach ein Bauteil, das man nicht braucht, aber irgendwie gefällt es mir doch ganz gut. Den hinteren Pin setzen wir dann so ein. Da muss man sich dann einfach so ein Glock-Tool als Hilfe nehmen, damit der da durchkommt. Ja, und jetzt dann einfach schauen, dass man hier das Ganze einsetzt. Da kann ich mir dann wieder mein Magazin zur Hilfe nehmen und das Restliche von der Glock und das Ganze hier reindrücken. Und schauen, dass das schön bündig abschließt mit meinem Rahmen. Tja, noch ein Stückchen und dann haben wir es also am besten hier mit der Seite. Also, so funktioniert das Ganze. Also, ist jetzt hier eingebaut, Griffstück fertig. Und wir können dann gleich weitermachen mit dem Oberteil der Waffe, und zwar dem Schlitten. Und hierfür nehmen wir mal den Überschlussfeder raus, den Lauf, der kommt hier jetzt auch weg. Und dann haben wir nur noch den Oberteil. Und bevor wir da jetzt mit Visierung weitermachen, würde ich jetzt auch nochmal die Feder hier tauschen, also die Schlagbolzenfeder. Dafür brauchen wir wieder ein kleines Werkzeug, man kann so einen flachen Schlitzschraubenzieher verwenden oder das originale Glock-Zerlegewerkzeug. Hier hat man hier beim Schlagbolzen diesen kleinen schwarzen Plastikteil, der wird reingedrückt von oben und dann kann man mit dem Daumen die Abdeckplatte hinten wegtun. Ihr seht hier selber, die Stange für den Rauszieher fliegt einem quasi fast entgegen. Da aufpassen, dass die nicht davon fliegt und dann haben wir hier schon unseren Schlagbolzen mit der ganzen Baueinheit und wenn man jetzt hier noch die Ausziehkralle ausbauen möchte, muss ich hier nur die Schlagbolzensicherung reindrücken, die Fallsicherung, und dann kommt das hier auch schon raus und mein Schlitten ist jetzt einmal von den Innenteilen zerlegt und das Wesentliche, was wir jetzt hier verändern werden, ist die Feder von meiner Sicherung und die Feder von meinem Schlagbolzen. Da müssen wir jetzt dann auch aufpassen beim Terran Tactical Federn Kit, dass wir die Federn nicht verlieren. Die kleine speziell, die fliegt einem leicht davon. Da schaue ich dann auch drauf, dass wir hier zum Beispiel bei meiner Schlagbolzensicherung ein bisschen Fett nehmen, dass die Feder dann auch wirklich gut drin hält und nicht davon fliegt. Das ist quasi wie reingeklebt und passt und so weiter. Das originale Federnteil hier kommt einmal weg. Und das nächste, was wir dann tauschen, ist die Feder hier von meinem Schlagbolzen. Die wird dann gegen diese getauscht, die dann etwas leichter ist. Und wie man die tauscht, zeige ich euch jetzt gleich. Ihr nehmt hier diese ganze Schlagbolzeneinheit in die Hand, zieht die Feder nach hinten und entfernt die zwei Federteller. Und dann kann man die Feder schon rausnehmen. Ihr kennt auch den Unterschied, die originale Feder ist etwas länger und gräulich und die neue Feder ist kleiner und schwarz oder dunkel. Diese kleinen Federteller hier werden jetzt auch getauscht gegen die maritimen Federteller. Das sind die hier von Glock. Warum gibt es solche maritimen Federteller oder was ist der Sinn dahinter und wie unterscheiden sie sich von den anderen? Wenn man jetzt hier den originalen Glock-Federteller hernimmt, ist der halt komplett rund und geschlossen. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann in der GoPro, aber hier ist der jetzt komplett zu. Der maritime Federteller ist so kreuzförmig, also der hat hier quasi so Ausnehmungen und den hat man an sich dafür gemacht, dass halt eben Spezialeinheiten unter Wasser theoretisch auch schießen können, ohne dass da zu viel Druck sich aufbaut in meinem Schlagbolzenkanal und das Wasser auch ausrinnen kann. Deshalb ist der hier geschlitzt und ja, hat den Hintergrund. Wird man wahrscheinlich genau nie brauchen, aber ja, irgendwie ist es genauso wie die Titan-Pins total unnötig, aber irgendwie doch cool, also unnötig für einen Sportschützen. Braucht man jetzt nicht unbedingt, weil ja, wer schießt heute unter Wasser? Außer ja, irgendwelche Sondereinheiten und deshalb brauchen wir das nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wir bauen es jetzt trotzdem hier ein. Da würde ich dann empfehlen, auch wieder den Schlagbolzen von der Feder spannen und dann schauen, dass die
Federteller hier raufkommen. Das Ganze dann vorlassen. Und da ist jetzt auch wichtig zu beachten, schaut auf jeden Fall, dass das Ende der Feder, also da wo die Wickelung aufhört, nicht mit dem Schlitz von eurem Federteller übereinander liegen. Also wirklich schauen, dass der Schlitz genau auf der anderen Seite ist und dass das dann quasi hier das Ganze nicht beeinträchtigt. Und jetzt haben wir hier auch die Schlagbolzeneinheit getauscht, also Feder getauscht und auch den Federteller gegen einen maritimen Federteller. Und das Ganze bauen wir jetzt dann wieder ein. Die Schlagbolzeneinheit hier oben drauf, dann die Ausziehkralle hier und dann müssen wir, das haben wir jetzt vergessen, die Schlagbolzensicherung, die kommt so rein. Da schaut ihr auch beim Einbauen drauf, ja, jetzt haben wir die Feder verloren, seht ihr? Das habe ich vorher gemeint, da wirklich auch aufpassen und so ein kleiner Tropfen Fett hilft da an sich. Da ist so eine kleine Kante, die zeigt nach hinten zum Schützen und dann kann man das hier schön einsetzen. Die drückt ihr einfach ein bisschen rein und dann drückt ihr den Schlagbolzen mit der ganzen Einheit nach vorne und dann ist das einmal hier gehalten. Jetzt kommt die Ausziehkralle hinein, so. Und dann müsst ihr quasi jetzt hier nur noch die Stange, die die Ausziehkralle ansteuert, reintun. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, ob ihr die so einbauen müsst oder so, könnt ihr euch auch merken bei Glock, ist so ein kleiner Spruch, den man sich immer wieder vor Augen halten kann. Metall geht auf Metall und Kunststoff geht auf Kunststoff. Die Backplate zum Beispiel ist aus Kunststoff und das Ende dieser Baueinheit ist auch aus Kunststoff. Und von dem her Kunststoff auf Kunststoff, die Ausziehkralle ist aus Metall, Metall auf Metall. Und dann ist die richtig eingebaut. Ihr seht hier selber, das berührt diese Ausziehkralle hier und dann setzt man jetzt die Abdeckkappe hinten noch drauf. Da braucht man dann wieder so einen kleinen Durchschlag, um das runterzudrücken und dann kann man hier auch noch die Feder für die Ausziehkralle reindrücken und dann das Ganze mit der Backplate hier abschließen. Es klickt und ist fertig verbaut. Ja. So sieht's aus. Jetzt haben wir den oberen Bauteil schon fast fertig. Was jetzt dann noch ergänzend hier kommt, ist die Visiereinheit. Und bei der Visiereinheit haben wir hier einmal meine Trichic und Suppressor Sights, die wir gleich einbauen, und dann einmal das SRO Red Dot Sight. Und bevor wir das Red Dot montieren, verbauen wir mal die normalen Metallvisiere. Und dafür brauchen wir fürs Korn vorne diesen speziellen Schlüssel. Das ist so ein Sechskantschlüssel, wo man hier vorne reinfahren kann und hier das Korn aufschrauben kann. Also einfach hier drehen und ihr seht selber, die Schraube löst sich, ist auch hier leicht magnetisch gehalten und jetzt kann man das Korn einfach rausziehen und das war's. Bei der Kimme schaut es anders aus, da haben wir jetzt quasi die Kunststoffkimme von Glock, die verstellbare, und die kann man teilweise echt mit dem Finger rausdrücken oder wenn man sie hier zum Beispiel auf so eine Kante drückt, kann man die dann hier auch einfach so rausdrücken, wie gesagt. Ja. Bei diesen Kunststoffvisieren von Glock ist es so, die werden eigentlich oft weggeschmissen, beziehungsweise man braucht die nicht. Und um das Ganze möglichst schnell und einfach rauszuklopfen, nehme ich meistens einen Durchschlag und einen Hammer. Da brauchen wir jetzt hier noch den Hammer. Den hier zum Beispiel. Und dann so einen Durchschlag. Und da kann man dann hier quasi einfach ansetzen und das Ganze rausnehmen. Um dann die Kimme, die hier reinkommt, zu positionieren, gibt es an sich so ein Kimmenwechselgerät. Das verwende ich eigentlich super kaum, weil es einfach echt sehr lang dauert und das bei dieser speziellen Suppressor-Side-Kimme auch schwieriger ist, weil die von der Form höher ist. Dann nehme ich auch wieder den Hammer. Man kann jetzt zum Beispiel hier mit dem Durchschlag auf die glatte Fläche draufklopfen. Wenn einen das stört oder wenn man das nicht zerkratzen will, kann man sich was zwischenlegen. Wie zum Beispiel hier so ein kleines Papier und das Ganze dann rüberklopfen. Ja. Von der Ausrichtung schaue ich, dass das eigentlich möglichst mittig geklopft ist. Hier sind wir vielleicht ein bisschen weiter rechts. Ja, ist eine Sache, kann man jetzt natürlich dann nochmal korrigieren am Schießstand. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, wenn das leicht außermittig ist, weil der Kimmenspalt hier eine recht hohe Toleranz hat und man selber wahrscheinlich da mehr zittert und verwackelt, wie jetzt die Kimme
außer mittig positioniert ist. Aber hier geht es eigentlich so gut wie. Ja. Und ja, deshalb passt das schon. Bei dem Korn vorne empfiehlt sich jetzt natürlich, dass man einen Schraubensicherungskleber verwendet. Da gibt es jetzt hier in dieser CH Precision Works Platte, die wir dann als nächstes verbauen, so einen Kleber. Und das ist ein ganz spezieller Schraubenkleber, der nennt sich Vibratite. Und das ist ein Schraubensicherungskleber, der speziell auch gegen Vibrationen schützt. Und das ist ja so eine rote Masse, da braucht man auch nicht wirklich viel. Weil das extrem gut hält und es gibt natürlich Loctite und alle anderen Arten von Schraubensicherungskleber, aber der sich da wirklich gut durchsetzt, speziell in der Waffenwelt, ist dieser Vibratite. Den kriegt man bei uns eigentlich so gut wie kaum, weil der aus den USA kommt, aber kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man da jetzt Schrauben zum Beispiel hier wie diese einfach ein bisschen damit einklebt und das Ganze dann vorne drauf setzt auf dieses Werkzeug und dann hier das Korn drauf setzt, Achtung, genau hier, und dann wird das so reingeschraubt. Schraubensicherungskleber ist drauf, von dem her soll das halten. Und was halt das Besondere bei diesem Vibratite ist, das wird dann, wenn das aushärtet, zu so einer Art Pulver und setzt sich im Gewinde fest, und dadurch ist das dann auch gegen Erschütterungen, spezielles im Fahrzeug, wenn man irgendwie bei unebenem Gelände unterwegs ist, diese ganzen Vibrationen bei Zielfernrohrmontagen, bei Gewehren zum Beispiel, die rütteln das Ganze so durch, dass dann dadurch die Schrauben locker werden. Und dafür ist dieser Vibratite eigentlich die perfekte Wahl. So, jetzt haben wir das Korn halbwegs ausgerichtet. Das ist vielleicht noch ein bisschen schief. Da müsste man nur noch schauen, dass man das Ganze wieder ein bisschen lockert. Und dann schön festhält und dann anzieht. So, jetzt sollte es halbwegs passen. Dann das nächste, was wir dann ersetzen werden, ist das Red Dot Visier. Also hier haben wir jetzt noch gar kein Visier drauf. Da brauchen wir dann hier so einen Torx-Schlüssel, um die Schrauben hier aufzumachen. Die kann man dann hier runternehmen und das gibt dann die Red Dot Adapterplatte frei. Bei Glock, speziell bei den MOS-Modellen, ist es so, da gibt es jetzt eine Bandbreite an diversesten Adapterplatten. Und jetzt kurz Platz, dann zeige ich euch das gleich. Also im Lieferumfang der Glock-Pistole hat man jetzt hier diese vier Adapterplatten, die die gängigsten Red Dot-Schnittstellen dann wiedergeben. Das wäre jetzt zum Beispiel die originale Glock-Werksplatte für Trichicon, RMA, SRO und diverse Holosun-Visiere, die den ähnlichen Footprint haben. Die würde hier drauf passen. Und wenn man die jetzt hier montieren würde, ja, dann seht ihr gleich selber, dass hier das Visier so ein bisschen frei steht. Also der Spalt, der jetzt zwischen Schlitten und Red Dot ist, ist da. Ja, und es gibt dann natürlich auch eine gewisse Bauhöhe mehr. Also die Platte drückt das Ganze dann nach oben. Und Ziel ist es bei so einer Red Dot Sache, dass man natürlich möglichst tief an die Laufachse kommt. Und diese Glockplatten sind nicht schlecht, auf keinen Fall. Es gibt dann aber so Custom-Lösungen wie diese CH Precision Platte. Das wäre jetzt die hier. Und ihr könnt jetzt erkennen, verglichen zur originalen Glockplatte, dass die hier diese runde Ausnehmung hat und dann das Red Dot noch einmal extra unterstützt, speziell beim Rückstoß, beim Schießen, dass hier das Red Dot aufliegt an der Platte und nicht frei steht, ja, wie hier zum Beispiel. Ist eine Kleinigkeit, vielleicht nicht so wichtig. Es ist dann natürlich auch so eine optische Sache, weil das dann hier wirklich schön bündig abschließt und ineinander übergeht. Und das Red Dot hat dann hier auch noch so eine Verbreiterung, die halt schön angefasst ist. Ja. Bei der normalen Glockplatte hat man diese Verbreiterung nicht. Und ihr könnt dann hier erkennen, das Gehäuse vom Red Dot steht dann frei. Ist beim SRO Trichicon nicht so schlimm, weil es unten geschlossen ist, aber beim RMA zum Beispiel, wie bei diesem hier, ist das hier unten offen. Und wenn das dann hier mit der Kante drüber steht, ist das vielleicht nicht so ideal. Und da gibt es dann so eigene Abdeckplatten für unten, die das dann verhindern, dass da Wasser von unten eintritt. Und bei der Platte zum Beispiel brauchen wir das nicht. So, dann haben wir jetzt hier die originalen Glock-Schrauben, die kommen weg. Und auch das hier kommt weg.
und verwenden jetzt hier diese Platten von dem Hersteller mit diesen speziell dafür vorgesehenen Schrauben. Die Schrauben von dieser CH Precision Platte sind hier drinnen. Da muss man dann auch schauen, dass man hier den passenden Torx-Schlüssel hat. Dann halt bei so kleinen Schrauben dann immer so eine Friemelei, aber das zum Beispiel würde passen. Und jetzt muss man dann auch schauen, dass da Schraubensicherungskleber drauf ist und das Ganze dann schön hält. Da haben wir hier unseren roten Vibratide und da brauchen wir nur ein bisschen wieder, so, um das Ganze hier einzulassen. Das kommt dann hier rauf. Dann habe ich hier noch die zweite silberne Schraube und den kann man dann hier drauf tun. Das war vielleicht etwas zu viel Kleber, aber halb so schlimm. Und jetzt nehmen wir hier dann noch die mitgelieferten kleinen Torx-Schlüssel und das Ganze ziehen wir jetzt nur mal so handfest an, dass das aufpasst. Und ich stelle gerade fest, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, und zwar gibt es hier kein Gewinde. Ihr seht selber, das sind nur Bohrungen, und bei dieser Red oder Adapterplatte ist das nämlich anders gelöst, weil die originalen Glock-Adapterplatten zum Beispiel nur wenig Gewindefleisch haben. Und schrauben wir nochmal runter. Also hoffen wir, dass der Kleber jetzt noch nicht trocknet. Hier bei dieser CH Precision Red Dot Adapterplatte haben wir nämlich so kleine Sockel, die unten reinkommen in die Adapterplatte. Hier. Und dann natürlich hier bis rauf gehen, und dadurch hat man wesentlich mehr Gewindefleisch und das Ganze ist dann noch einmal stabiler reingeschraubt. Und das müssen wir natürlich jetzt vor dem Montieren der Adapterplatte hier hineinsetzen. Und das haben wir vorhin vergessen. Jetzt kommt das Ganze hier rauf. Und jetzt können wir mal die Schrauben von der Red Dot Platte hier einsetzen. Und man sieht schon, die Schraubensicherung wirkt, die gehen jetzt schon schwerer zum Reinschrauben. Und die werden dann jetzt hier richtig angezogen. Um das Ganze dann noch einmal stabiler anzuziehen, gibt es hier so einen Drehmomentschlüssel, wo man dann hier ein voreingestelltes Drehmoment, in dem Fall 1,5 Newtonmeter, verwenden kann, um das hier schön anzuziehen. Und einmal anziehen, bis es knackt. Ja. Soll passen, dann kann man natürlich nochmal hier überprüfen und handfest nachziehen, das passt. Ja. Und was da jetzt wichtig ist, den Kleber hier abwischen, den überstehenden, ja, der jetzt in dem Fall schon eingetrocknet ist, aber ja, waren wir zu langsam. Wenn ihr solche Schrauben anzieht mit Drehmoment, dann empfiehlt es sich natürlich, diese Schrauben zu markieren, um dann einfach feststellen zu können nach einer gewissen Zeit, wenn das vielleicht locker wird, okay, das wird locker. Und in dem Fall gibt es hier so einen speziellen Lackstift von Edding, den gibt es in allen möglichen Farben. Und man macht sich dann hier einfach so einen kleinen Markierungsstrich. Und kann dann einfach sehen, okay, wenn sich das Ganze irgendwie lockert und aufschraubt, dann würde der Strich der Schraube hier wandern. Und dann weiß man auch, wenn man das vielleicht irgendwann abmontiert, dass man das dann wieder hier auf die richtige Markierung drehen kann. Und das passt dann. Ja. Also da auf jeden Fall auch ein Tipp von mir, verwendet so einen Lackstift und dann ist das kein Problem. Ja. So, nachdem die Adapterplatte montiert ist, kommt jetzt eben wie gesagt das Red Dot drauf und da setzen wir das dann theoretisch so drauf. Und bevor wir jetzt das Red Dot montieren, setzen wir hier noch eine Batterie ein und dafür brauchen wir dann einen kleinen oder in dem Fall größeren Schlitzschraubenzieher und schrauben wir mal die Abdeckplatte etwas runter. Und jetzt ist da hier der Batterieschacht frei. Bei der Batterie haben wir eine CH2032 Batterie. Die kann man hier rausnehmen. Und da gebe ich euch auch einen Tipp bei der Batterie selber. Wenn die jetzt, wie in dem Fall, eine ganz frische Batterie ist, kann man theoretisch das Datum raufschreiben, um zu wissen, wann die gewechselt wurde, wann die eingesetzt wurde. Damit man dann halt, wenn man sagt, eigentlich so jedes Jahr könnte man mal Batterie wechseln, dass die nicht ausgeht. Ich meine, die läuft eh sehr lang, aber man kann es einfach aufschreiben, zum Beispiel das Datum von heute. Das ist der 7.9.2021.
einfach nur um es zu markieren. Die Adapterplatte kommt hinein, also nicht die Adapterplatte, die Batterie kommt hinein, wird dann hier wieder zugeschraubt. Und dann kann man dann das Ganze schön anziehen, dass es passt. Und da könnte man jetzt natürlich wieder hier so einen kleinen Markierungsstrich setzen. Damit man weiß, wo die Markierung gesetzt ist, damit das passt. Ja, hätte man es vielleicht noch schöner mittiger machen können, aber ist es auch egal. Dann haben wir hier die Batterie vom Red Dot eingestellt. Dann kommt die Red Dot Visierung hier oben drauf. Man könnte jetzt natürlich, bevor man das Ganze hier aufsetzt, noch einen kleinen Schraubensicherungskleber hier in das Loch reinsetzen, wo die Schrauben dann reinkommen. Wie in dem Fall da. So, dass wir auch ein bisschen Schraubensicherungskleber drin haben. Und dann setzt man hier das Red Dot drauf. Und jetzt kommen die Schrauben, das wäre jetzt für Holosun und das wäre jetzt für RMA oder in dem Fall Trigicon SRO. Da kommen die Schrauben jetzt hier und hier hinein. Und um das Ganze richtig anzuschrauben, haben wir wieder hier unseren Drehmomentschlüssel, den wir zuerst hier mit dem normalen Torx anziehen können, dass es passt, und dann den Rest mit dem Drehmoment machen, damit das Ganze dann gut sitzt. So, handfest angeschraubt und jetzt mit dem Drehmoment von 1,5 Newtonmeter einmal, zweimal. Wir können das nochmal nachziehen, um sich zu vergewissern, dass es passt. Und jetzt können wir hier wieder unseren Markierungsstrich setzen. Passen. Und jetzt haben wir das hier auch eingestellt. Red Dot sitzt gut drauf, mit Drehmoment angezogen und unser Oberteil ist in dem Fall schon fast fertig. Und wir lassen mal kurz sauber, tun die Sachen hier weg und jetzt kommt es dazu, dass man hier Ober- und Unterteil miteinander verbaut und da haben wir jetzt hier unseren Mouse, den setzen wir ganz normal ein. Und anstatt der normalen Verschlussfeder würde ich einfach mal diese DPM-Feder probieren. Das ist so ein spezielles System, wo man hier den Rückstoß noch einmal abmindern kann. Habe ich selber auch noch nie geschossen, aber ich war neugierig und habe mir gedacht, ja, probieren wir es einfach mal. Sieht jetzt der Glock-Feder sehr ähnlich vom Aufbau, ist das auch so eine Art Tandem-Feder, aber mit anderen Wickelungen. Und das probieren wir jetzt einfach mal, um zu schauen, ob das was bringt oder nicht. Und in dem Fall gibt es hier unterschiedliche Spacer. Das ist wahrscheinlich für die Länge der Glock oder für irgendein Rückstoßverhalten. Bauen wir jetzt einfach mal die ein, die kurze. Und das ist die richtige Feder. Wir setzen jetzt hier diese DPM-Feder hinein. Und dann stecken wir den Schlitten der Glock hier einfach mal auf das Griffstück zusammen. So, das nochmal so, genau. Und das Ganze wäre jetzt so an sich fertig. Was man hier erkennen kann, durch diesen Cakeworks-Verschluss von Hebel streift der so minimal am Schlitten entlang. Ja, ist es nicht so schlimm, kann man wahrscheinlich wegwischen und ja, ist es nicht so tragisch, beziehungsweise man könnte sich das natürlich etwas mehr aufbiegen, dass das da nicht reibt, aber halb so wild. Das wäre jetzt einmal hier die Glock und dann haben wir hier das Magazin, wo wir dann auch noch diesen Terran Tactical Boden verbauen, der kommt dann hier drauf. Magazin zerlegen funktioniert so, man hat wieder seinen Glock-Durchschlag und drückt dann hier hinein und legt das Magazin auf so eine Kante und dann drückt man hier einmal dagegen und zieht hier an und dann geht das hier ohne Probleme raus und dann kann man hier bei diesem Terran Tactical Boden einmal mit einem Imbus hineinfahren, diese Madenschraube zu lockern. Hier drinnen, muss den passenden finden und dann kann man genau das hier aufmachen. Dann geht dieser Pin nach unten und jetzt setzt man dann hier diesen Magazinboden drüber. Der geht recht streng und man muss dann halt schauen, dass die Feder da auch wirklich
schön verschwindet. Genau, ich werde selber, es klickt dann schön ein. Dann wird die Schraube wieder gelockert. Der Pin kommt dann hier als Sicherung durch, wird dann angeschraubt und das war's dann. Kommt dann hier hinein und wir haben eine fertige Glock getunt, also fast fertig. In dem Fall haben wir jetzt noch hier ein Licht, das raufkommt, das Trichicon RMR. Nicht Trichicon RMR, Schufa, heute verwechsel ich echt viele Sachen. Das ist aber nicht so schlimm, es ist spät. Wir machen jetzt noch das Video fertig. Das kommt hier rauf, der Surefire. Und muss dann hier reingehabt werden. Da muss man die Schraube halt dementsprechend weit aufmachen, dass es passt. Und dann wird das angeschraubt. Bei solchen Schrauben, speziell mit Schlitzschrauben, schaue ich halt immer so, dass die möglichst ausgerichtet sind zur Schussrichtung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie notwendig ist, aber es ist halt optisch schön, wenn die Schraube schön fluchtend ist. Und da setze ich mir jetzt auch nochmal einen Strich, damit ich weiß, dass das passt. Da könnte man jetzt hier auch. Das Ganze markieren, damit ich weiß, okay, die Schraube ist jetzt so angezogen und sollte sich das Ganze lockern, wandert die Markierung und man kann das dann schön und easy nachziehen. Ja, ja, das wäre es jetzt einmal hier mit der Glock 34 MOS Generation 5 mit diversesten Anbauteilen. Und ja, sieht dann im Großen und Ganzen so aus. Und das Ganze kommt dann in das dafür vorgesehene Gürtel-Setup hinein. Das zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Und dann könnt ihr euch das dann im Detail anschauen mit Candy Shots. Das dafür vorgesehene Setup wäre dann hier 12 verschiedene Gürtel, einmal so einen richtigen Battle Belt von Black Trident, einem speziellen Holster mit Safari-Länder-Aufnahme, wie jetzt vom Stil in Black Multicam, der passt an sich ganz cool dazu und sitzt da wirklich sehr gut. Und das kommt dann quasi hier über diese Safari-Länder-Garde hier oben drauf. Dann habt ihr hier sein Setup und wäre dann halt für taktische Schießkurse. Dann gibt es noch einen zweiten Gürtel, den ich damit verwende. Das ist so ein amerikanischer AXL. Das ist so ein ganz moderner, leichter Gürtel. Und da habe ich einen Holster, der wirklich direkt auf dem Gürtel befestigt wird, ohne so eine Dropleg-Platte. Das wäre dann halt mehr für einen Skistand etc., ohne dass das jetzt so ein riesen Ding ist, wie der hier zum Beispiel. Ja, das wären die zwei Setups, die ich verwende mit der Waffe. Ja. Cooles Teil auf jeden Fall. Ich bin schon wirklich gespannt, wie sich die Waffe schießen wird. Und ja, auf jeden Fall ein wirklich cooles Teil. Ich finde, sie ist sehr schön geworden. Und das stimmt dann halt auch von den Proportionen ganz gut hier mit dem Surefire, das abschließt mit der Mündung der Waffe und mit dem Trichicon, das auf jeden Fall auch ein großes Sichtfeld bietet und das für schnelle Schießen auf jeden Fall wichtig ist. Ja. Ich mache einfach mit der GoPro Flyover Shot. Andi, schneid die bitte rein. Ja, das war es jetzt hier von mir mit der Glock 34 Generation 5, einmal komplett aufgetunt. Ja, werde die Waffen auf jeden Fall auch schießen am Schießstand und dann kann ich euch ja ein Fazit geben, was von diesen verbauten Teilen wirklich Sinn machen und welche eher Schmuck sind, nicht unbedingt notwendig sind. Und ja, ist auf jeden Fall auch einiges davon dabei, aber Großteil ist schon auch mit Nutzen zusammengebaut worden und mit einem gewissen Hintergrund. Ja. Gut.
das wäre es jetzt hier von mir. Und ja, bis dahin dranbleiben, liken, teilen, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.